Salut miteinander und herzlich willkommen im Erli-Ecke. Da bin ich wieder, euer Foodie von gestern. Ich erzähle euch drei Märli. Vor langer, 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 sehr langer Zeit. Das war gestern gsi. Hat ein alter König gelebt. Und dann ist er gestorben. Das war das erste Märli. Ein Prinz ist einmal mit seinem Prinzgauer in den Wald gefahren. Und dann hat er hinter einem Baum prinzelt, eine Prinzenrolle gemacht und sich gefragt, Prinz das oder Prinz das nicht? Die letzte Geschichte erzählt die Geschichte von einem Bergsteiger. Ein Bergsteiger ist mit seinen zwei Seilen im Rucksack einmal zu einem Berg gelaufen. Unterwegs ist er an einem hohen Turm vorbeigekommen. Hat drauf geschaut und gerufen, Rapunzel, rührt den Zopf ab. Hat doch jeder den Zopf abgerührt und er hätte ihn sofort gefressen. Dann ist der Bergsteiger weitergewandert und am Radkäppli vorbeigekommen und am bösen faulen Golf und am gewiffelten Kater. Plötzlich ist er vor dem Berg gestanden und hat den Berg bestiegen. Und der Berg ist schwanger geworden. Und dann ist es im grossen Matterhorn das kleine Matterhorn geworden. Das grosse Matterhorn hat gesagt, vielleicht können wir wieder mal Tischlein deck mich spielen. Auf jeden Fall ist der Bergsteiger das Matterhorn aufgekraxelt und auf dem Gipfel oben angekommen. Dann hat er seine zwei Seile aus dem Rucksack rausgenommen, das Loch abgerührt und die zwei Seile sind tot gewesen. Herrgott, Schaft und Sakrament, hat er sich da oben gesagt. Das nächste Mal, wenn ich wieder mal auf einen Berg raufklettere, wechsle ich den Dialekt und dann nehme ich nicht zwei Säule mit, sondern zwei Seile.